Hallo und herzlich willkommen. So, jetzt habe ich hier meinen Trick verraten. Hier haben wir den grünen Hintergrund und meinen Gast heute bei Promigeflüster. Er ist Fernsehmacher, kann man sagen, schlechthin. Produzent, Autor, Regisseur, entwickelt wirklich alles fürs Fernsehen. Und wir kennen uns auch schon einige Jahre. Holm Dressler an meiner Seite sozusagen in der Leitung. Grüße dich. So, und jetzt ist plötzlich sein Ton weg. Das ist jetzt live. Das ist sehr schön. Wo haben wir ihn denn? Das ist live. Da hören wir jetzt wieder nichts, komischerweise. Live ist live. 1, 2, 3. Bei mir jetzt geht's wieder. Jetzt sind wir wieder da. Das also nochmal die Begrüßung, lieber Lustig. Wir kennen uns auch schon tatsächlich einige Zeit. Haben einige schöne Gespräche geführt. Schön, dass wir heute uns mal wieder treffen. Auf diesem genau. Wege. Große Dinge werfen ihre Schatten voraus, denn nächste Woche, darum sind wir jetzt eigentlich auch heute nochmal zusammengekommen, nächsten Samstag am 2. Juli gibt es eine ganz große Gala in Essen, Goldene Sonne vom Sender Sonnenklar TV, richtig, gerade haben wir es noch gehabt, genau, Sonnenklar TV, das ist der Sender und das Ganze steht unter dem Motto 40 Jahre Privatfernsehen. Ja, 40 Jahre schon wieder zurück, Wahnsinn. Ich erinnere mich noch, als gerade dann die Post damals ins Haus das Kabel reingelegt hat und da waren wir alle in Erwartung. Was erwartet dann jetzt? Was kommt auf den Kanälen? Ne? So ging es also damals. Zunächst mal für Puristen wissen natürlich, dass genau genommen der Startschuss für das Privatfernsehen 2 Jahre später war, also nicht 82, sondern 84 in Uxhafen. Die Weichen dafür wurden eben 82 und 80 gestellt durch ein neues Postmeldegesetz, das überhaupt die Möglichkeit schuf, Privatfernsehen und privaten Rundfunk möglich zu machen. Und diese Gesetzesnovelle, die eben 81 verabschiedet wurde, griff dann 82 und dann dauerte es nochmal, bis so die ersten Sender dann teilweise auch unter anderem Namen auf Sendung gingen. Aber für die FDI Group und Sonnenklar TV und 30 weiteren angeschlossenen Regionalsendern Grund genug, das jetzt am nächsten Samstag zu feiern, eben dem Stichwort 40 Jahre Privatfernsehen. Und es ist eine Preisverleihung, weil wir sozusagen die Heroes der Stunde auszeichnen, vor und hinter der Kamera. Das heißt, diejenigen, die in den ersten 20, sage ich mal, einfach das Privatfernsehen geprägt haben. Wenn man jetzt gerade mal so bei mir im Hintergrund auf die Wand da schaut, sind Namen dabei, Mareike Amado, Lilo Wanders, Thomas Koschwitz, Jörg Dregger, Lisa Fitz, Otto Retzer ist dabei, Jörg von Tobak und viele, viele mehr. Ich glaube auch noch Frederik Meissner und Harry Weinfurt und so weiter und so fort. Also sind wirklich viele und auch liebe, gute, alte Bekannte teilweise drunter. Ne? Also wir zeichnen sozusagen in 8 Kategorien, nennen wir das mal, jeden Preisträger aus, das heißt immer ein Quartett. Und diese Kategorien sind letztendlich beliebte Programme. Dazu zählt natürlich Comedy als Programmrubrik. Da wird beispielsweise Hella von Sinnen, Fitz, Tom Gerhardt, Hausmeister Krause, wir kennen ihn noch alle, und Tanja, die mit zur Startbesetzung von Samstag-Nacht-Show führte. Dann haben wir Game, die Game-Show als Kategorie mit Weinfurt, Schulze, Ertel und Co. Dann aber auch die Macht hinter den Kulissen. Das heißt, Georg Kofler, der Gründungsgeschäftsführer von ProSieben war, Götz, Gründungsgeschäftsführer Sat.1, Helmut Thoma natürlich, RTL kriegt einen Ehrenpreis, Marc Konrad, sein Programmdirektor, Hans Mahr, sein Chefredakteur, aber eben auch vom Radio, Gründungsgeschäftsführer Helmut Markwort. So dass wir sozusagen von den Machern bis zu den Matadoren, Kamera, die Serie, Schloss am Wörthersee, Otto Retzer, gehört dazu Wolfgang Fierig, oder Gute Zeitigkeiten, wo wir einfach die Hauptdarsteller, Arne Elzold, nicht Arne, sondern der hieß sozusagen Andreas Elzold und Per Kussmark. Also wirklich 30 Preisträger, die sozusagen sich dann auf der Bühne einfach auch mit vielen Filmbeispielen geehrt fühlen dürfen
Und 4 Stunden haben wir vor. Ich Das inszeniere das Ganze und das ist schon ein großer Ritt. ja, das wird ein großer Abend und ein langer Abend vor allen Dingen. Jetzt hat mir gerade jemand geschrieben, dass irgendwie tatsächlich mit meinem Mikrofon wahrscheinlich irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Keine Ahnung. Ja, Jetzt habe ich das mal es schleift ein bisschen. jetzt habe ich es mal ein bisschen abgenommen. Ich hoffe, es geht so Ja, etwas besser. es verzerrt etwas tatsächlich. Okay. Aber man versteht dich. Aber hattest du eine leichte Heiserkeit? Bis nächsten Samstag mit Sicherheit dann vorbei ist, dann sehen wir uns Gut. dann auch live. Genau, richtig. Und wie gesagt, es wird ein schöner Sommerabend und ich denke mal eine lange Party. Wir feiern dann bis tief in die Nacht, oder? Ja, natürlich, es gibt natürlich eine Pre-Show, das ist ein gesetztes Dinner für Beteiligten, aber auch für die Zuschauer. Sind ja natürlich viele Promis am Start, aber auch nur Zuschauer, die ja da Tickets für sich gekauft haben für diese Veranstaltung. Und dann gibt es die Aftershow. Das Besondere bei diesen Partys, auch der Aftershow-Partys der Goldene Sonne, ist, da gibt es keinen VIP-Bereich. Das heißt, da sind die Promis wirklich direkt in den Normalos, sage ich mal, also neben den Live. Zuschauern. Da gibt es keinen abgetrennten VIP-Bereich. Alle machen mit, alle stehen nebeneinander, alle trinken, ja, prosten sich sozusagen zu. Und das macht die besondere Atmosphäre auch immer auf diesen Goldenen Sonne-Partys, weil es da eben keine Kordel gibt, die irgendwas absperren. Das ist sehr schön und das muss ich leider immer sagen, ist immer vermehrt, wird immer, Ja. kommt immer mehr, leider zum Bedauern auch von uns, unser eins von uns Journalisten dann. Die Natürlich, sind da verstehe ich, manchmal das auch ist schon wieder nicht außen gut. vor, ne? Ja, das ist nicht gut und muss auch nicht sein, weil da gibt es was für eine Angst steckt dahinter, dass sie dich da ansprechen. Ja, jeder Prominente lebt auch davon, angesprochen zu werden. Es. Und was soll auch passieren? Denn das ist ja auch ein Geben und Nehmen, aber auch Ganz an einem genau. solchen Abend. Die Presse lebt von den Promis und wir Macher veranstalten so eine Party, damit man sich eben begegnet. Richtig, richtig. Nee, finde ich sehr schön. Und du weißt es ja auch, früher Wetten, das war auch noch etwas umgänglicher Ja, als wir im hatten auch keine Gegensatz zu heute. Kordel in den ersten 10, 20, 30 Jahren. Da gab es nicht diese VIP, da wurde im Hotel gefeiert, im Richtig, richtig. Hotelfoyer, wo die Stars wohnten und wir. Ja, genau, das waren noch Zeiten. So ist es, genau. Ja, du hast natürlich auch viel erlebt. Ich sage, da können wir bestimmt irgendwann mal eine Fortsetzung machen, denn es gibt viel zu erzählen, denke ich mal, aus deiner Ära. Habe Denn mittlerweile 50, auch ich habe ein eigenes Jubiläum, denn da ich können wir ja habe noch mal feiern, ne? also 1930 war ich 23, da habe ich Kabel getragen bei der großen Show Musik aus Studio B für die ARD. Und das war mein Start ins Fernsehleben. Okay. Da war ich 23, jetzt werde ich 73, habe 50 Jahre Film, Funk und Fernsehen auf dem Puckel. Da läppert sich was zusammen. Du hast natürlich die Zeiten erlebt, wo es bloß erstes, zweites, drittes Fernsehen Programm gab, ne? Und jetzt Also ich mittlerweile habe hat das man Glück gehabt, das Glück in Geburt, sage richtig. ich mal. Und jetzt hat Denn man ich ja habe, so eine Vielfalt, blickt man da ja, überhaupt noch durch, auch also als ich habe denn Fernsehmacher? alles miterlebt. Ich habe miterlebt die ersten, zweite Programm und das dritte und war mittendrin und habe von Blacky Fuchsberger auf Los geht's los bis Gottschalk, Telespiele und Wetten, dass am Anfang war es eben nur die drei. Dann kamen die Privaten dazu und da habe ich auch mitgemischen dürfen, Anfang der 80er Jahre. Ich habe die Millionen-Show mit Günther Jauch produziert. Ich habe die erste Late-Night-Show mit Thomas Gottschalk produziert. Für andere Geschichten. Und jetzt kommt sozusagen Netflix und das ganze Internet und YouTube dazu. Richtig, Und richtig. seit 6 Jahren habe ich einen eigenen YouTube-Kanal, der auch jetzt mittlerweile schon 15 Millionen Klicks hat. Und da puste ich alles raus, was ich jetzt gezeichnet habe, auch hinter den Ja, Kulissen. da hast du natürlich viel, viel, eine große Sammlung da, natürlich, ganz klar. Ein Foto habe ich bei Facebook auch gesehen, da hast du natürlich als Regisseur mit gewirkt bei Ein Schloss am Wörthersee. Ja, richtig, Mit mit dem Roy Black legendären noch, Roy also in Black. der ersten Staffel mit Roy Black und Otto Retzer, den wir auszeichnen auch, der die alle Staffeln mitgemacht hat. Aber auch da hatte ich das Glück, Roy Black gut gekannt zu haben, auch auf Shows, wo er natürlich bei mir zu Gast war. Und dann habe ich sozusagen Folgen dieser ersten Staffel, wo Roy Black eben noch die Hauptrolle gespielt hat, mit ihm drehen dürfen. Und an die erinnere ich mich auch sehr, sehr, sehr gerne.
Nee, also schöne Zeiten. Also ich glaube, Schloss am Wörthersee könnte man natürlich auch nochmal feiern. Oder wurde, ich glaube, schon was gefeiert, wenn ich so richtig mitbekommen habe. Ja, die hatten auch Na gut, Jubiläum. letzte Woche fand am Wörthersee auch ein Jubiläum statt, 40 Jahre Supernasen, wo beteiligt war an diesem Film. Ihr habt ja auch Gottschalk einen zärtlichen Chaotenfilm gedreht, allerdings am Wörthersee noch auf Gran Canaria. Aber da war das Jubiläum, letzten Donnerstag, 40 Jahre Super. Und es war eine Riesenparty und alle waren dabei. Und jetzt überlegt man tatsächlich, ob es einen Gottschalk-Krüger-Film geben könnte im Kino. Okay, da sind wir gespannt. Da bist du dann wieder mit von der Partie Nein, im nicht unbedingt. Hintergrund. Also da kommen jetzt tatsächlich auch mal andere Generationen im Zug sozusagen. Digitalisierung auch vom Kino hat natürlich ganz andere Möglichkeiten geschaffen, auch an Spielzeug, das heutige Regisseure einfach nutzen können. Und da brauchst du ein gewisses technisches Know-how, um das Ganze auszunutzen, auch perfekt, was heute auch an Tricktechniken möglich ist. Und die Einsteiger bei Gottschalk Krüger gingen ja davon aus, dass man sich über eine Fernbedienung in Fremde einbeamen kann, wie sozusagen die großen Abenteuerfilme. Und der eine hörte damit aus, dass irgendwie ein Neffe die Fernbedienung sozusagen gekappt hat und es war einen solchen Abenteuerfilm mit den einfachsten Hausmitteln damals gedreht. Die Technik war noch gar nicht so weit. Aber heute kann man Fantasy natürlich ganz anders gestalten. Und da gebe ich zu, da fehlt einem irgendwann auch das Know. Da müssen dann junge Regisseure ran, die sich einfach perfekt auskennen und auch mit diesen Fähigkeiten voll ausschöpfend arbeiten. Ich meine, hätte man auch nie gedacht, dass so eine Möglichkeit, wie wir sie jetzt haben, dass sowas jemals möglich ist, dann so live zu streamen. Ne? Das war ja vor 20 Ja, Jahren auch noch großartig. undenkbar. Ne? Das heißt, du brauchst keinen Sender mehr heute, du brauchst Richtig. keinen Auftraggeber. Genau. Jeder kann senden, wie du es ja perfekt machst Ja, und ich genau. auf meinem YouTube-Kanal auch. Da brauchst du keinen Auftraggeber mehr. Das ist natürlich herrlich, auch als Kreative So ist es. vor allen Dingen gesagt. Jeder Kreative kann sich richtig schön austoben. Ja. Sehr schön. Also dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche, dann plaudern wir da weiter und machen die eine oder andere Fortsetzung und dann freue ich mich auf einen schönen Abend nächste Woche. Gehen wir, genau, 2. Juli und für die Leute einfach einschalten. Auch das wird auf YouTube, auch auf live gestreamt, also nicht nur auf Sonnenklar und 30 angeschlossenen Sendern. 2. Juli ab 19:30 Uhr geht's los. Ab 16 Uhr wird der rote Teppich schon übertragen, wo die ganzen Stars dann da sind und die Aftershow auch. Also nichts vornehmen, 2. Juli, sondern einschalten, 40 Jahre Privatfernsehen. Genau, so ist es. Und wir mit Promigeflüster sind auch von der Partie. In diesem Sinne, lieber Holm, eine schöne Woche und bis nächste Woche. Alles klar, mach's gut, lieber Bis Frank. dann. Bis zum Ciao. nächsten Mal. Tschüss. Ciao.